Wir hatten vor ein paar Wochen hier schon mal über Tube Lights gesprochen und ich hatte euch ein paar Dinge gezeigt, die mit sowas möglich sind. Dabei geht es natürlich in der Regel immer um besondere Effekte, Lichtdesign und andere visuelle Angeberei. Wer sich ein bisschen in dem Bereich umschaut, wird schnell feststellen, dass es neben normalen leuchtenden Stäben auch sogenannte Pixel-Tubes gibt. Das sind LED-Röhren, deren LEDs in einzelnen Segmenten angesteuert werden können, was dann besondere Effekte ermöglicht, wie hier zum Beispiel so einen wandernden Regenbogen. Amaran hat vor kurzem 3 solcher Pixel-Tubes neu vorgestellt und ich bin der Meinung, die sind von ziemlich guter Qualität. Weil ich aber weiß, dass solche Lampen hier eine absolute Nische innerhalb einer Nische darstellen, möchte ich gern den 3 Interessierten unter euch den schnellstmöglichen Überblick verschaffen und habe dafür eine neue Kategorie ins Leben gerufen. Die nenne ich das Auf-die-Fresse-Review in 99 Sekunden. Here we go. Wie schon gesagt, können diese Leuchtstäbe ihre LEDs in einzelnen Segmenten ansteuern. Das wird gerne in Musikvideos genutzt, aber auch bei anderen Effekten, zum Beispiel um vorbeifahrende Fahrzeuge oder Blaulicht zu simulieren. Wer solche Spielereien nicht braucht, der ist wahrscheinlich hier generell an der falschen Adresse, denn diese Pixel-Effekte sind der USP und ohne das gibt's schon deutlich hellere Tubes auch für deutlich weniger Geld. Verfügbar sind diese LEDs in 3 Größen, 30, 60 und 120 cm. Das hier ist die größte Variante. Und anders als bei vielen anderen Herstellern und auch anders als bei den bisherigen Amaran-Tubes, ist das Design super schlicht und klar. Und das ist für mich einer der großen Pluspunkte. Es gibt auf keiner Seite mehr komisch abstehende Akkugriffe, der Akku ist integriert. Und dadurch ist das Ganze so clean, dass man diese Tubes meiner Meinung nach auch sehr gut als praktisches Licht im Bild verwenden kann. Ohne dass es halt so aussieht, als hätte da irgendjemand sein Equipment vergessen. Mit dabei sind auch 2 Halterungen mit Schraubgewinde und Magneten und die halten auch richtig stark. Cool. Ebenfalls sehr gut finde ich, dass die Lampe einfach per USB-C geladen werden kann. Keine unnötigen Extrakabel mehr. Yay! Außerdem ist die Akkulaufzeit auch ein bisschen länger als angegeben. Gute 3 Stunden bei wirklich voller Power. Je weniger Segmente leuchten, desto länger insgesamt. Das ist super. Die Bedienung ist auch komplett an der eigentlichen Lampe möglich. Das volle Potenzial entfaltet sich aber erst, wenn man die Sidus Link App nutzt. Dann wird es auch komfortabler. 1-, 2- oder 3 farbige Effekte sind möglich. Regenbogen, Gewitter, Blitzlicht und viele andere Scherze können eingestellt, konfiguriert und als Preset abgespeichert werden. DMX-Steuerung ist wahrscheinlich für viele Musikvideoproduzenten wichtig. Die haben dadurch noch mehr Möglichkeiten, das Licht dann im Detail zu steuern. Gibt's hier auch, aber leider nur mit einem optional erhältlichen USB-Adapter. So, ganz gut in der Zeit eigentlich. Und alles Wichtige gesagt. Oh ja, speaking of which, der Preis mit knapp 500 € für die größte der 3 Tubes zum Beispiel, sind das nicht gerade Schnapper. Okay, für Lampen dieser Kategorie, aber nicht gerade Schnapper. Und wie gesagt, wer keine Pixeleffekte braucht, der findet hellere und günstigere Tubes, sowohl von Amaran als auch von anderen Herstellern. So, das war wahrscheinlich das kürzeste Video, was ich jemals hier auf dem Kanal veröffentlicht habe. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr von der Idee solcher ultra-kompakten Reviews haltet. Ich merke einfach, dass mich das Totreiten von Produktinformationen sowieso schon lange langweilt, aber auch so von meinem eigenen Zuschauerverhalten. Ich bei vielen Dingen, die mich interessieren, erstmal unbewusst nach den kürzesten Videos gucke. Und dann vielleicht noch mehr anschaue. Gleichzeitig gibt es ja eben Dinge, die sind interessant, aber vielleicht nur für eine sehr spezielle Zielgruppe. Und das wäre dann so eine Möglichkeit, wirklich Nischenthemen eben sehr kompakt zu präsentieren. Und auf der anderen Seite dann eben mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Zum Beispiel für ein sehr umfangreiches, 3-teiliges Behind-the-Scenes von einem Projekt, was ich letzte Woche in der Sahara gedreht habe und was ihr in ein paar Wochen hier auf dem Kanal zu sehen bekommt. Deswegen ganz wichtige Informationen, Glöckchen drücken, denn unabhängige Untersuchungen haben tatsächlich ergeben, dass Abonnenten mit Glöckchen nicht nur länger und gesünder leben, sie sind tendenziell auch hübscher und haben einen höheren IQ. Kein Witz, ist wirklich so. Von daher, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut und ciao.